Hallo und herzlich willkommen mit Reisender durch das Universum zu Bad Karma oder auch Bad Karmec, denn das hier ist ein ganz besonderer Keen 1 Mod und zwar ein Changed Gameplay Mod. Besitzt, soweit ich das gesehen habe, lediglich 8 Level und wie bereits angedroht oder angedeutet, hier haben wir ein leicht verändertes Gameplay. Wir werden auch gleich noch darauf eingehen, was denn hier anders ist. Und ja, der Mod ist von Flaus, keine Ahnung, Link ist in der Beschreibung und dann könnt ihr mir schreiben, wie ihr das aussprechen würdet. Ich habe nämlich keine Ahnung. Und ja, was ist denn hier so besonders? Mal abgesehen von dem Namen, der eine Anspielung darstellt. Und auf die Anspielung werde ich auch gleich noch eingehen. Aber anders ist, dass wir Level immer wieder neu betreten können und auch unsere Keycards behalten. Das klingt so ein bisschen nach einem, ja, eventuell Puzzle-Mod, also dass wir eventuell ein bisschen herumrätseln müssen, wie kommen wir denn jetzt an die Keycard, wie kann man die Card verwenden, um weiterzukommen. Also es kann eventuell sein, dass ich eventuell neu starten muss, je nachdem, wie knifflig das ist. Es ist hier auch als Alpha dotiert, deswegen, ja, kann es sein, dass das hier eventuell nicht so einwandfrei funktioniert. Also das ist tatsächlich kein Full Release und das ist von 2012, also schon etwas älter. Deswegen dürfen wir auch keinen Full Release erwarten. Aber nichtsdestotrotz kann das ziemlich cool werden. Aber kommen wir zu dem Namen des Mods. Bad Karma, beziehungsweise in Klammern ein CK, was kurioserweise auch die Initialen von Commander Keen sind, was auch irgendwie cool ist. Aber ja, wer ist denn dieser Carmack und warum ist er eigentlich bad? Und das bezieht sich auf Adrian Carmack, einen der praktisch Gründermitglieder, was heißt praktisch? Ich meine, es ist ja ein Gründungsmitglied von id Software oder ID Software, je nachdem, was man da bevorzugt. Und der ist wohl dafür hauptverantwortlich, dass Commander Keen bzw. Billy Blaze in Doom 2 erhängt wurde. Also das hier hat, oder man hat ihn zumindest erhängt da im Spiel finden können. Und das war so praktisch so eine Abrechnung mit den früheren Commander Keen Spielern, so ein bisschen zu sagen, ja, das ist ein Cut, wir haben uns davon losgesagt. Was Tom Hall wahrscheinlich nicht so cool gefunden haben dürfte, und zwar auf mehreren Ebenen, weil er wollte ja eigentlich mit Commander Keen fortfahren und fand das bestimmt auch nicht so schön, aber eventuell war das ja eine gemeinschaftliche Idee, das kann man jetzt natürlich nicht sagen. Und der Modder Flaus oder Flaus oder Flus, keine Ahnung, hat sich gedacht, ja, Commander Keen, der wird sich jetzt an Adrian Carmack rächen und inwieweit das hier erfolgt, ich habe keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall jetzt in das Spiel gehen. Das war eine überraschend lange Einleitung für etwas, was eventuell nicht ganz so lange geht. Wir haben keinen Ton. Wir. Gar keinen Ton? Ja, wir haben tatsächlich gar keinen Ton. Okay. Interessant. Das sieht aber nach einem bekannten Level aus. Obwohl die. Okay. Ja, wir fallen jetzt hier durch. Ist das nicht ein. Oh, das ist aber neu. Das da ist neu. Und wir haben den Pogo bereits. Also, das sieht alt aus, ist aber. Hahaha, Commander Keen, you fool. You've fallen for my trap, did you? Did you really think that it would be that easy? You see, your suit won't make it through that place to that. Okay, keine Ahnung. Malfunction, main system offline.
Losing Backup Power, okay. Ah, wir haben gerade unseren Pogo verloren. Warum haben wir den dann in the first place bekommen? Und kann das sein, dass wir nicht mehr so... Oha, wir springen nicht mehr so hoch, wie wir normalerweise springen könnten? Das ist interessant. So. Ah, okay. Das war praktisch das Einleitungslevel. Na, also... Ja, man kann sehen, oder man hat gesehen, dass es eine Alpha ist. Und wir gehen mal hier rein. Okay, hier ist ein... Soll es hier der einfache Pogo sein? Jeetful Component. Reinitialized Secondary Jump Booster Jet Enabled. Okay. Also sieht so aus, als ob man hier hin sollte. Ja, wenn man springt, tatsächlich nicht mehr ganz so hoch. Und wir haben den Pogo zurück. Soll man auch in dieses Level zurückkehren? Ich meine, wir haben jetzt den ja. Kriegen wir noch mehr? Oder springen wir jetzt viel höher? Ich meine, so springen wir immer noch ein bisschen krüppelig. Okay, ich glaube, ich werde damit viel zu viel Spaß haben. Okay. Okay. Ja. Kann ich von... Oh, sorry, wir können auch theoretisch da durchgehen. Aber kann ich von hier da rüber springen? Noch nicht ganz. Kann ich jetzt von hier darüber springen? Okay. Ich glaube, einmal machen wir es noch, weil ich glaube, ansonsten spielt auch einfach der Platz gar nicht mehr mit. Also so viel Platz dürfte in den Leveln wahrscheinlich nicht sein. So, Bad Karmic encourages exploration. Because of this, all levels can be re-entered. And should you lack the necessary tools to get to the other side of a level, you will press enter. Okay. Wie weit wir jetzt einfach springen können. Praktisch nur die Decke hält uns auf. Okay, schätze mal, das ist irgendwie das Main Goal Level. Also wir müssen irgendwie die Keycards für dieses Level da holen. Wir kriegen hier eine Keycard. Jetzt habe ich das nicht gelesen. Ja, okay, wir gehen nochmal rein. Ich meine, wir haben die Keycard. Also was steht hier? Access Cards are needed to access the different secured areas as such they are not used up by doors and are carried from level to level. Not used up by doors? Wir haben eine Keycard. Wir benutzen die. Wir haben still die Keycard. Okay. Dann ist es okay. Interessant. Okay, ich muss mir merken, das zweite Level ist das, wo wir es wahrscheinlich hier abschließen müssen. So was haben wir hier. you've picked up the Plasma Charge Pack. You now have near infinite ammunition. Try shooting that destructible wall and go through the hidden wall to the exit. Okay. Wie schießen wir denn? Ach ja, okay. Ah ja, okay. Was heißt, da steht minus 5 Charges. Dong, dong, dong. Schießen übrigens mit der Leertaste und nicht mit den Tasten hier. Also. So lustig. Okay, Okay, wir kriegen einfach.
Minusschuss. Wahrscheinlich ist das irgendwie ein Fehler in der Programmierung. Normalerweise hat man ja irgendwann mal 0 und kann die Waffe dann nicht mehr benutzen, aber wahrscheinlich funktioniert dieses 0 halt. Also ich denke jetzt halt wie ein Programmierer, weil ich halt selbst ab und zu programmiere. Und da ist es wahrscheinlich so, dass diese Waffe einen dann auf minus 5 oder auf minus 1 Schuss setzt. Und da dieses, wenn du halt 0 hast, wahrscheinlich drin ist, kann man die Waffe trotzdem benutzen. Und weil noch aktiv ist, dass man minus 1 Schuss bekommt, ist es dann halt so, dass die Zahl halt immer geringer wird. Was faszinierend ist, das kann man auch theoretisch auch austesten, weil wir haben aktuell minus 24. Wir gehen jetzt wieder hier rein und wir haben jetzt minus 25. Also wie ich sagte, das Einsammeln von dieser Waffe gibt uns einfach nur minus 1. Und ja, das sorgt halt dafür, dass wir ja wahrscheinlich praktisch unendlich viele Schüsse haben. Das ist ein interessanter Weg, um eine vorhandene Programmierung zu benutzen, um eine neue Mechanik einzufügen. Das ist sehr, sehr interessant. Das Einzige, was ich vielleicht gemacht hätte, wäre die Charge, die vorhanden sind, auszublenden. So dass man halt jetzt nicht auf diesen Gedanken kommt. Aber man darf nicht vergessen, es ist eine Alpha. So, wir haben bisher nur eine Keycard und es kommen nicht mehr viele Level. So, was gibt das? You picked up a piece of the big purple space am Amöba? Invincibility Charging. Okay. Interessant. Kann ich das mehrfach einsammeln? Wahrscheinlich schon, aber macht es dann irgendetwas? Okay, wir sind jetzt offenbar invincible, also praktisch nicht unsterblich, sondern unzerstörbar, keine Ahnung. Ja, sind wir. Interessant. Okay, die würden ja einen ja normalerweise auch schieben. Das tun sie auch. Achso, okay. Interessant. Ja, ich wusste gar nicht, dass die durchfahren. Ich dachte, die würden halt einen immer schieben. Okay, das Level hätte man sich eventuell sparen können, aber nun denn, was haben wir hier? You win the game by killing Adrian Carmack. Okay. Also ich schätze mal, das soll Adrian Carmack sein. Und das Game war ganz kurz gefreezed. Commander Keen returns to the Beamless Bacon Mega Rocket and quickly replaces the missing part. Okay, das ist dann wieder einfach Keen 1. Ich habe irgendwie mir erhofft, dass schon irgendwas eingebaut wäre, das auch mit dieser Funktion etwas tut. Weil die Idee dahinter finde ich richtig cool. Also das mit den Kill Adrian Carmack, das ist, naja, also das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Und ja gut, ich meine, das ist halt etwa genauso geschmacklos wie das von Doom 2. Natürlich muss man das auch in beiden Fällen als Witz sehen, aber ich weiß nicht, also das hat irgendwie ein bisschen was Unwürdiges für einen Charakter. Also ich meine, wenn man einen Roman schreibt und seine Hauptfigur darin jetzt sterben lässt, ist das nochmal was anderes, weil es ist Teil von der Geschichte und schließt diese Geschichte ab, aber in einen komplett anderen. Das ist irgendwie so, als ob ich einen neuen Roman schreibe, meinen alten Charakter da vorkommen lasse, nur um dort, keine Ahnung, in Schlamm geworfen zu werden, sodass er darin versinkt oder in Sumpf geworfen wird und darin dann versinkt und dort jämmerlich zugrunde geht. Keine Ahnung, es fügt dem Spiel halt nicht wirklich etwas hinzu und
ist einfach irgendwie unnötig, deswegen fühlt sich das halt nicht mal wirklich wie ein Witz an, sondern wie gesagt, ist halt einfach irgendwie geschmacklos. Es ist irgendwie nichts, was dem Spiel irgendeine Tiefe oder Bedeutung gibt und ja, interessant. Okay, ich glaube, wir könnten einfach so festhalten, dass das eine Alpha ist und dass diese Sachen mit den aufgehängten Keyen und den Kill Adrian Carmack geschmacklos ist und keiner wirklich braucht. Ich finde es sehr, sehr bedauerlich, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass es eine Alpha ist, dass hier das Potenzial nicht ausgenutzt wurde, weil man hätte wirklich coole Rätsel daraus machen können und jetzt am Ende war es halt einfach nur ein, ja, es waren ein paar nette Gimmicks, die jetzt nicht wirklich was gemacht haben und ja, das war es hier von dem Changed Gameplay Mod. Hat ein bisschen was von Abandoned Mod Feeling, weil das ja nur eine Alpha ist, also passt das auch wunderbar zu dem Spirit und in 2 Tagen, also am Freitag, geht es mit den Flex und Makin Level Pack bzw. Mod, wie auch immer man das sehen möchte, weiter. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit diesem Video, auch wenn es ein bisschen unter die Gürtellinie ging, meiner Meinung nach. Aber hey, that's it for today. So wie immer, ich wünsche euch eine wunderschöne... Ne, Moment, das ist... ja, irgendwie... Wollte ich gerade was anderes sagen. Ich wollte gerade irgendwie sagen, so, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Ja, die wünsche ich euch natürlich auch, aber keine Ahnung. Ich glaube, das hat mich irgendwie gerade kaputt. Also. Tschüss. Grüß mir die Sonne und tschüss.